Zeiten wie diesen, jeden Tag fürchterliche Nachrichten, wie schön, wenn man sich schon zusammenkuschelt und vielleicht uns über andere Personen, über andere Schicksale, zum Teil besinnlich, aber der Großteil wird auch heuer heiter sein. Ja, vielleicht, ihr kennt es vielleicht noch gar nicht, die Protagonisten hier. Der Herr von hinten. Der Herr in Beinen. Er trägt auf den Schultern die Verantwortung, die er aufbürde, meine Gedanken und Ideen hat, die Stücken zusammen mit seiner lieben Schwester Inge, die für das ganze Rechenwesen verantwortlich ist, eine schwere Aufgabe. An Gil Graubeck, eine hervorragende Sprecherin, Schauspielerin, leider spricht sie nicht mehr, aber die spricht sehr dicht. Und eine langjährige Freundin von uns, ich kenne sie so lange wie meine Frau. Also 52 Jahre in Gertrud Frey, ebenso lange wie Angie. So lange kennen wir uns auch, ja. Ja, kennen sie ja, als meine liebe Dachte, die holt schon sehr lange mit mir aus. Das ist ja die Absicht, das noch länger auszuhalten. Ja, neu heute, Andrea Schwendt. Eine Schauspielerin, Nachwuchsschauspielerin, die uns auch mal bei der Technik beim letzten Stück geholfen hat, in einem hervorragenden geistigen Einsatzbereitschaft. Also wirklich toll. Erich Martin Wolf, aber den kennen wir ja alle. Ne? Er ist der Obmann der Theatergemeinde und hilft uns seit ein paar Jahren auch mit Inszenierungen und treibt auch Leute herein und bringt immer wieder auch Publikum, hilft uns damit sehr viel ein. Hervorragender Regisseur und Schauspieler. Unser einziger Professor hier. Hans-Michael Jung, Professor der Theologie, so wie Theologie. Und der hat sich für heute, was mich sehr freut, einen wunderbaren Rahmen ausgedacht. Nicht, dass wir nur so oben lesen und er nur oben spielt, nein. Er sagt, worum es geht. Und das freut mich ganz besonders. Damit. Eines noch, ich bin sehr glücklich, meine Schwägerin Grete hier zu finden. Nach traurigen Wochen, das Verlust ihres Gatten, hat sie viel zusammengerauft und kam mit der Sissi und dem Franzi und der Familie mit ihren Kindern her. Darüber bin ich besonders glücklich. Der Stall, das Neugeborene, die Eltern, die Könige, die Palmen, die Hirten. Dorothee Sölle, fürchte dich nicht.
Die Herrschenden können die Schrift an der Wand nicht mehr übersehen. Die Beherrschten kehren sich ab vom Kopfnicken. Die Waffenhändler wagen nicht mehr über die am Boden liegenden zu steigen. Die Bischöfe geben die schlüpfrigen Reden auf und sagen Nein. Die Freunde Jesu blockieren die Straßen des Oberkirchen. Die Schulkinder erfahren die Wahrheit. Woran sollen wir einen Engel erkennen, außer dass er Mut macht, wo Angst war? Freude, wo nicht einmal mehr Trauer wuchs? Einspruch, wo Sachzwang herrschte? Abrüstung, wo Terror glaubwürdig drohte? Fürchte dich nicht. Der Widerstand wächst. Im Stall. Drei Engel stellen sich vor. In der historischen Reihenfolge ihres Erscheinens erweisen sie ihre musikalische Referenz. Ein jüdischer Engel. Auf das Erreichte. Die Waffen schweigen. Das Erreichte wird Frieden genannt. Auszug aus der Weihnachtsseite einer Zeitung. Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Friedens. Das nun zu Ende gehende Jahr aber kann wohl in jedem Falle als ein besonderes gelten. Vor allem aber haben jedoch die diesjährigen Weihnachten einen besonders tiefen Sinn als Fest des Friedens. Niemals seit dem Weltkrieg war die Gefahr eines noch größeren und schwereren Krieges so groß wie in diesem Jahr. Niemals aber auch der Sieg des Friedenswillens so umfassend wie durch die Politik. Einsetzen kann man an dieser Stelle beliebig des Präsidenten, des Regierungschefs, der Partei und so weiter. Die Worte wirken stereotyp, könnten hier und dort im eigenen oder feindlichen Lager gesprochen werden. Im Westen wie im Osten. Jeweils mit demselben Anspruch auf Geltung. Auch die Jahreszahl des zu Ende gehenden Jahres kann beliebig eingesetzt werden.
Nie war der Frieden so gefährdet wie in diesem Jahr. Das lässt sich alle Weihnachten neu sagen und ist die schreckliche Wahrheit. Wieder Stereotyp, wieder auf jedes Jahr, auf die Regierenden, überall beziehbar ist die Fortsetzung auf der Weihnachtsseite. Den nie erlahmenden Bemühungen des, unserem Volk und der Welt, den Frieden zu sichern, war es zu danken, dass uns der Friede erhalten blieb. Und in diesem Sinne der Schluss des Textes auf der Weihnachtsseite, klingt die alte, schöne Weihnachtsbotschaft zu uns herab. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So und ähnlich ist es in den Zeitungen zu lesen und überall, im Osten wie im Westen, wird diese Weihnachtsbotschaft gern zitiert. Im Stall, völlig unerwartet, hat sich Santa Claus durch die Hintertür des Stalls eingeschlichen. Mit einem Selfie-Plakat. Jemanden eine Freude zu machen mit einer Coca-Cola in der Hand. Und er singt, ihr Ingerlein, kommet. Ja, und in einer Art Coming Out singt er, nur das Geld ist das Schönste auf der Welt, ja. Und dann Geld her, oder ich fahr um. Gesellschaftliche Funktion. Sehr geehrter Flüchtling, du weißt es vielleicht noch nicht, aber es steht fest, du bist schuld. Woran, wirst du jetzt fragen? Ehrlich gesagt, einfacher wäre es, die Frage zu stellen, woran nicht? Denn deine Schuld ist mannigfaltig. Da wären zum Beispiel die Wahlergebnisse in Oberösterreich. An denen bist du schuld, ganz alleine. Du bist einfach zusammen mit deinesgleichen total präsent durch Oberösterreich durchgewandert. Also die Menschen in diesem Heimatland so durcheinander gebracht, dass sie gar nicht mehr anders konnten, als scharenweise die Freiheitlichen zu wählen. Und nicht nur das. Du, Flüchtling, bist auch schuld daran, dass in Wien eine Hofer- und eine Biller-Supermarktfiliale gestürmt worden sind. Und ausgeplündert. Und zwar von dir, du Flüchtling. Was sagst du dazu? Das warst gar nicht du? Das mag ja sein. Ist aber egal. Denn auch wenn Hofer und Biller schon längst dieses Gerücht dementiert haben, es also überhaupt keine Plünderung irgendeiner Filiale gegeben hat, wenn das die FPÖ trotzdem behauptet, dann, lieber Flüchtling, ist das so. Und wer ist schuld daran? Genau, du. Und du bist auch schuld an dem Dreck in der U-Bahn. Der ganze Müll, der im Waggon verteilt herumliegt. Ja, das haben wir gesehen auf Facebook und geteilt und uns darüber echauffiert, wie man nur so einen Dreck hinterlassen kann. Und das ist viel Dreck. Und auch wenn das Foto schon mehrere Monate alt ist und eigentlich den Müll zeigt, den eine Horde Fußballfans hinterlassen hat, egal, du Flüchtling, du bist schuld. Und auch an den Grenzen bist du schuld. An den neuen Befestigungsanlagen, wie in Ungarn.
Du hast die Ungarn einfach provoziert mit deiner Präsenz. Und dann kann er einfach nichts anderes, der Ungar, unschuldig wie er ist, und muss Grenzzäune errichten. Aber der Ungar mit seiner engmaschigen Geisteshaltung kann nicht daran schuld sein. Nein, Flüchtling. Also bist es wieder einmal du. Und dass beim Oktoberfest 10% weniger Besucher sind, da bist auch du schuld dran. Dann stell dir das vor, Flüchtling, die schöne Stadt München. Und da wanken nun tatsächlich 10% weniger Vollalkoholiker durch die Straßen. Das macht 10% weniger quergeparkte Autos. Es wird um 10% weniger gekotzt und zu 10% weniger in die Hauseingänge gebrunst. Ist das doch das Oktoberfest? Wenn das so weitergeht, müssen diverse Wiesenwirte demnächst ihre Villen am Starnberger See verkaufen. Und alles nur wegen dir. Und auch die Wohnungsnot kommt nicht von der jahrelangen Untätigkeit der Wohnbaugesellschaften. Nein, weißt du, wer schuld ist? Genau, du schon wieder. Und wenn das nächste Mal die U-Bahn voll ist, das Fernsehprogramm schlecht, die Blase schwächelt, das Telefon zum ungünstigen Zeitpunkt klingelt, wenn die Handtücher stinken, es draußen regnet und der angepeilte Geschlechtsverkehr wegen Migräne doch nicht zustande kommt, dann, Flüchtling, lass dir eines sagen. Es hilft nichts, wenn du von nichts eine Ahnung hast. Und auch nicht, wenn es keinen kausalen Zusammenhang mit dir gibt. Denn wir wissen, du bist schuld. Warum willst du wissen? Es wird ja immer besser. Zuerst lauter Mist bauen und dann auch noch blöde Fragen stellen. Zurück zum Stall, was gerade geschah. Das Jesuskind hat sich in einem Reflex die Ohren zugehalten, als der Cola-Cola-Klaus seinen Geiz- und Gier-Song von sich gab. Und es geschieht ein Wunder. Jesus spricht in der damaligen Weltsprache der griechischen Koine, damit es alle verstehen können. Geh weg! Unheiliger Klaus, die Kinder kommen nicht mehr zu meiner Krippe. Sie müssen in die Kinderkrippe, damit sich die Eltern Weihnachtsgeschenke für sie leisten können. Und damit du dir teure Luxusschlitten kaufen kannst, du unheiliger Klaus. Wer wird wie alt? Gott erschuf den Esel und sagte zu ihm, du bist ein Esel, du wirst unentwegt von morgens bis abends arbeiten, schwere Sachen auf deinem Rücken tragen. Du wirst Gras fressen und wenig intelligent sein. Und du wirst 50 Jahre leben. Darauf entgegnete der Esel, 50 Jahre so zu leben ist viel, zu viel. Gib mir bitte nicht mehr als 30 Jahre. Und es war so. Dann erschuf Gott den Hund und sprach zu ihm, du bist ein Hund, du wirst über die Güter der Menschheit wachen, deren ergebenster Freund du sein wirst. Du wirst das essen, was der Mensch übrig lässt und 25 Jahre leben. Der Hund antwortete, Gott, 25 Jahre so zu leben ist zu viel. Bitte nicht mehr als 10 Jahre. Und es war so. Dann erschuf Gott den Affen und sprach, du bist ein Affe, du sollst von Baum zu Baum schwingen und dich verhalten wie ein Idiot. Du wirst lustig sein und so sollst du für 20 Jahre leben. Der Affe sprach, Gott, 20 Jahre als Clown der Welt zu leben ist zu viel.
bitte gib mir nicht mehr als 10 Jahre. Und es war so. Schließlich erschuf Gott den Mann und sprach zu ihm, du bist ein Mann, das einzige rationale Lebewesen, das die Erde bewohnen wird. Du wirst deine Intelligenz nutzen, um dir die anderen Geschöpfe untertan zu machen. Du wirst die Erde beherrschen und für 20 Jahre leben. Darauf sprach der Mann, Gott, Mann zu sein für nur 20 Jahre ist nicht genug. Bitte gib mir die 20 Jahre, die der Esel ausschlug, die 15 des Hundes und die 10 des Affens. Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann 20 Jahre als Mann lebt, verheiratet und 30 Jahre als Esel, der morgens bis abends arbeitet und schwere Lasten trägt. Dann wird er Kinder haben und 15 Jahre wie ein Hund leben, das Haus bewachen und das essen, was die Familie übernimmt. Im hohen Alter lebt er 10 Jahre als Affe, verhält sich wie ein Idiot und amüsiert seine Enkelkinder. Und so ist es bis heute. Die drei Engel sind beeindruckt. Der Knabe spricht, ein Wunder ist geschehen. Der muslimische Engel jubelt, ich habe recht, er ist der Messias, der die Welt richten wird. Der christliche Engel jubelt, ich habe recht, es ist Christus, der die Welt retten wird. Der jüdische Engel sagt, warten wir es ab. Und fangt ja nicht an zu streiten. Schließlich sind wir mit der U-Bahn über die Friedensbrücke hierher gekommen. Ich wiederhole, Friedensbrücke. Also singen wir was für den Frieden. Sie einigen sich darauf, gemeinsam die zweite Strophe des Protestsongs gegen den Krieg, sag mir, wo die Blumen sind, zu singen. Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Was ist geschehen? Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Das ist eine traurige Geschichte, die welche heute ich euch berichte. Es hat der Stern von Bethlehemen gemacht an Umweg über Bämen. Und darum habe ich gleich gewusst, geboren ist der Jesus. Nun, weil wir Bämen benehmen haben, besorgte ich gleich schöne Gaben. Natürlich nicht kein geschistig Schastel. Nein, all mit Zagwagel im hulzernen Kastel. Meine Kollegen, die anderen drei kenne ich, waren ungeduldig schon ein wenig. In der Marschkusch, sie mussten warten, bis ich gekommen bin von Norden. Und schimpfen möchte ich auch noch kriegen. Na, sag ich, kann ich vielleicht fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Das Wetter dort war wunderschön. Man hat die Sonne nur gesehen.
Na, Prost, Simpane, was sage ich Ihnen? Mein Quagel fängt sich an zum Rinnen. Der Balthasar hat gleich geschnieftelt, was da in der Kiste so tieftelt. Ich hab zu ihm gesagt, du weißt nichts. Ein Quagel, was nicht tieftelt, heißt nichts. Der Stern, der vor uns hergezogen, ist plötzlich nicht mehr weitergeflogen. Hat gemacht am Bremser über den Stadel, drin war ein Bursch mit seinem Madel. Und in einem Bramburi-Kistel mit Stroh und Windel, da ist sich gelegen, das himmlische Kindel. Der Kaspar, Melchior und Balthasar bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe da. Und ich bring Kistel Hulzernes mit Olmitzerquagel Geschmulzernes. Da sagt der Josef, Maria, ich möchte wissen, hat sich der Bursch schon wieder angeschissen? Der Evangelist Matthäus hat gestrichen drum, mich aus dem Weihnachtsevangelium. Man kennt mich darum nur sehr wenig. Gestatten, ich bin der vierte heilige Dreikönig. Ein österreichischer Politiker auf Stimmenfang für die nächste Wahl erscheint ziemlich unpassend im Stall und singt, als Österreich noch bei Bämmen war, vor 50 Jahren. Um die Wiener nicht zu vergraulen, setzt er fort, meine Mutter war eine Wernerin und wegen der Political Correctness gegenüber dem schwarzen König endet er außenpolitisch mit 10 kleine... vermeintliches Bonbon hinzu. Was Brot du isst, das Lied du singst. Prost! Alle miteinander! Peter Meissner, es ist manchmal wirklich rührend, wenn Männer ihren Frauen etwas Schönes schenken wollen. Mehr als irgendwelche einfallslosen Gutscheinmünzen. Guten Tag. Ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Gutscheinmünzen? Sicher nicht. Ist doch völlig unpersönlich. Sie haben halt den Vorteil, dass sich Ihre Frau dann ihr Geschenk in aller Ruhe selbst aussuchen kann. Tut mir leid, ich finde es furchtbar, wenn sich ein Mann nicht die Mühe macht, selbst etwas Passendes zu finden. Na gut, woran hätten Sie denn gedacht? Na, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wir führen Dessous, Nachthemden, Mieder, Strümpfe. Ah, ein Nachthemd ist gut. Haben Sie auch so schön gestickte Dinge aus Seide? Natürlich. Was hat denn Ihre Frau für eine Größe? Ja, sie ist so 1,65 Meter. Also mich würde Ihre eher die Kleidergröße interessieren. Ach so, ja. Keine Ahnung. Meine Frau hat ungefähr dieselbe Figur wie Sie. Nur anders. Ich glaube, sie hat dann mal etwas von 75 gesagt. Das kann aber nur die BH-Größe. Dann nehme ich halt einen BH. In diesem Fall
müsste ich noch die Körbchengröße wissen. Körbchen. Ja, die gibt man mit Buchstaben an. Was sagen Sie zu K? K ist unmöglich. Da wäre Ihre Frau ein biologisches Wund. Das ist sie auch. Deshalb möchte ich ihr ja was Schönes schenken. Wie wär's mit einem tollen Negligé? Da ist die Größe nicht so problematisch. Eine wunderbare Idee. Wie schaut denn sowas aus? Schauen Sie, dieses Modell in der Auslage gibt es in einem bezaubernden Weiß, einem verführerischen Rosa und in einem verträumten Blau. Das ist aber schwer zu entscheiden. Was hat denn Ihre Frau für eine Haarfarbe? Ja, also die Haare sind blond, das heißt, sie spielen auch manchmal ins Dunkelbrünette. Und die Augenfarbe? Ich meine, was ist sie für ein Typ? Ja, ihre Augenfarbe ist... Ach, hören Sie zu. Sie geben mir jetzt eine Schachtel Gutscheinmünzen. Ja, und auch die Könige, nennen wir sie der Ehrlichkeit halber schon jetzt, die Weisen, haben Geschenke mitgebracht. Das ist ihnen jetzt fast peinlich. Einer sagt, Kollegen, die Nachwelt wird uns wegen dieser Geschenke für Könige halten. Wir legen dem Wunderkind jedoch unsere Naturwissenschaft zu Füßen und wir tun das in bescheidener Anerkennung, dass wir in Glaubensfragen nichts zu melden haben. Unsere Geschenke werden sicherlich an arme Menschen, oft gar nicht brave Menschen und oft auch gar nicht schöne Menschen weitergegeben werden. Nacktmull wartet aufs Christkind. Es war Ende November. Der Schnee fiel auf die Tannen und Fichten. Der Mond schien auf den beschneiten Wald. Und alle Tiere freuten sich auf Weihnachten. Der Hase freute sich auf Weihnachten. Der Fuchs freute sich auf Weihnachten. Die Eule freute sich auf Weihnachten. Ja, selbst der immer so knurrige Wolf wirkte in diesen Tagen vergnügter und fröhlicher als sonst. Nur ein Tier freute sich nicht, das war der Nacktmull. Mit hängenden Schultern saß der Nacktmull in seiner winzigen Höhle, schaute trübsinnig vor sich hin und seufzte und stöhnte. Was ist denn los mit dir, kleiner Nacktmull? Warum bist du denn so traurig? Weißt du denn nicht, dass in einigen Wochen das Christkind zu uns kommen wird? Fragte die Eule den Nacktmull mitleidig. Gerade deshalb bin ich ja so traurig, seufzte der Nacktmull. Ich bin so ein hässliches Tier, dass das Christkind zu Tode erschrecken und sofort wegfliegen wird, wenn es mich erst einmal zu sehen kriegt. Und da bekomme ich kein Buch als Geschenk zu Weihnachten. Der Nacktmull hatte sich nämlich ein Buch vom Christkind gewünscht und das auch in seinen Wunschbrief geschrieben, denn er war eine große Leseratte. Der Nacktmull hatte Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche gelesen, Marcel Proust und Thomas Mann, James Joyce und Peter Handke, Thomas Pynchon und Elfriede Jelinek, Arthur Rosegger und David Foster Wallace. Er war ein sehr belesener kleiner Nacktmull, doch seiner Selbstachtung hatte die Lektüre nicht genützt. Ich komme mir so nackt und so hässlich vor, schluchzte der Nacktmull. Aber wo, du bist doch gar nicht hässlich, sagte die Eule zu dem kleinen Nacktmull. Wie kommst du denn auf diese Idee? Das ist lieb, dass du mich trösten willst, Eule. Aber es ist einfach nicht wahr, dass ich nicht hässlich bin. Ich habe zum Beispiel nicht ein so wunderbar
Die Eule sagte nichts. Und ich habe auch nicht einen so wunderbaren, buschigen Schwanz wie der Fuchs. Die Eule, klug wie sie war, schwieg noch immer. Ich habe nicht so scharfe Zähne wie der Wolf. Wieder schwieg die Eule. Und so schöne, große Augen wie du, habe ich auch nicht. Die Eule bemühte sich nicht allzu geschmeichelt auszusehen. Sie räusperte sich und versuchte noch einmal den kleinen Nacktmund zu trösten. Du wirst sehen, das Christkind wird auch zu dir kommen und dir ein prächtiges Buch als Geschenk bringen. Da machte sie zweimal Schuschu, hob die Schwingen und flog nach Hause in die große Tanne, in deren Stamm sie wohnte. Die Eule hatte ihr Bestes getan, um den Nacktmull aufzumuntern. Doch es war vergebene Liebesmühe. Der Nacktmull wurde immer trauriger und trübsinniger, je näher Weihnachten kam. Die anderen Tiere begannen, sich ernsthafte Sorgen um ihn zu machen. Am ersten Adventssonntag ging der Hase zur Höhle des Nacktmulls, um ihn zu trösten. Er redete ihm gut zu, doch der Nacktmull blieb traurig wie zuvor und der Hase musste unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Am zweiten Adventssonntag versuchte der Fuchs, den Nacktmull aufzumuntern, doch auch er hatte kein Glück. Am dritten Adventssonntag war die Reihe am Wolf. Schon am frühen Morgen trottete er durch den schneeweißen Wald zur winzigen Höhle des Nacktmulls und traf diesen mit hängendem Kopf und verweinten Augen an. Fast eine ganze Stunde lang redete der Wolf auf ihn ein und erzählte ihm lustige Geschichten, um ihn aufzuheitern. Doch der Nacktmull wollte und wollte sich nicht trösten lassen. Schließlich schwieg auch der Wolf und trabte ratlos in den tiefen Wald zurück. Ein paar weitere verschneite Tage gingen nun ins Land und auf einmal war es soweit, der Weihnachtstag war gekommen. Alle Tiere hatten vom Christkind wunderbare Geschenke bekommen. Auf dem Gabentisch des Hasen lag ein riesiger Sack Karotten, auf dem des Fuchses ein fetter Gänsebraten. Die Eule bekam die neue Brille, die sie sich schon so lange gewünscht hat. Und der Wolf ein Ersatzgebiss. Denn er war alt und seine Zähne waren ihm schon ausgefallen. Nur auf den kleinen Nacktmull hatte das Christkind offenbar vergessen. Sein Gabentisch blieb leer. Nun lag der kleine Nacktmull, Mutterseelen allein, vor seiner winzigen Höhle auf dem Rücken, und starrte in den dunkelgrauen Himmel, aus dem dicke Schneeflocken auf die Tannen fielen. Das Christkind ist sicherlich zu Tode erschrocken, als es ein so hässliches Tier wie mich gesehen hat, sagte der kleine Nacktmull. Das ist auf der Stelle weggeflogen und wird mir kein Buch schenken. Dicke Tränen rannen aus seinen kleinen Nacktmullaugen. Er war so unglücklich, dass er am liebsten gestorben wäre. Und als er da so lag, sah er plötzlich im Wipfel einer Tanne ein Lichtlein blitzen. Der Nacktmull rieb sich seine verweinten Augen und sah nach oben. Was um Himmels Willen mochte das denn sein? Doch nicht etwa das Lichtlein kam näher und plötzlich schälte sich deutlich erkennbar eine kleine Figur aus dem Baumdunkel. Es war eine wunderschöne kleine Figur mit langen, gelockten, blonden Haaren und einem wallenden Gewand aus Gold und Silber. Der Nacktmull traute seinen Augen kaum. Bist du etwa das Christkind? Rief er nach oben. Ja, selbstverständlich bin ich das Christkind, rief die kleine Figur zurück und warf die gelockten Haare in den Nacken. Was glaubst du denn, wer sonst am 24. Dezember durch die Baumspitzen fliegt? Der Nachtmull war verblüfft. Er hatte sich das Christkind etwas anders vorgestellt, nicht wie diese kleine Figur da oben, die eigentlich weniger wie ein Kind aussah, sondern wie ein sehr selbstbewusster junger Mann. Dieses Christkind, dachte sich der Nacktmull, sieht richtig cool aus. Ein passenderes Wort als cool wie dem Nacktmull.
Ich wollte dir dein Buch persönlich vorbeibringen, Nacktmull, rief das Christkind. Und ich schwöre dir, es ist ein tolles Buch. Du solltest es unbedingt lesen und dir ein paar Sätze hinter die Ohren schreiben. Wie heißt es denn? Rief der Nacktmull aufgeregt. Es ist von Saint-Exupéry und heißt Der kleine Prinz. Die Sätze, die mir am besten gefallen haben, sind die: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Der Nacktmull dachte einen Moment nach und fragte dann: Gilt das auch für hässliche kleine Nacktmulle? Das gilt ganz besonders für hässliche kleine Nacktmulle, rief das Christkind und schüttelte seine lange blonde Mähne. Jetzt muss ich aber weiterfliegen, Nacktmull. Ich habe heute noch jede Menge Arbeit vor mir. Dann flog das Christkind über die Baumspitzen hinweg an den Horizont und ließ den glücklichsten kleinen Nacktmull der Welt im verschneiten Wald zurück. Ich mag ja äußerlich hässlich sein, rief er außer sich vor Freude, aber das ist gleichgültig, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Er war so glücklich, dass er sofort ein riesiges Fest für den Hasen, den Fuchs, die Eule und den Wolf ausrichtete. Und gemeinsam schmausten, tranken und lachten die Tiere bis in die frühen Morgenstunden hinein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schmausen, trinken und lachen sie noch heute. Und das Christkind feierte mit und sang: Bei mir bist du schön. Zimmern von Beiseln, Gasthöfen und Restaurants abgehalten werden. Da sitzen ganze Firmenbelegschaften einträchtig an Tannenzweiglein und kerzengeschmückten Tischen und sind verlegen. Je größer die Firma und damit die Mitarbeiterzahl ist, desto verlegener sitzen alle da. Erstens, weil keiner weiß, wer die Leute am Nebentisch sind. Sag mal, ist das nicht erst der Buchhaltung? Nein, das ist doch die große Blonde aus dem Expedit. Expedit? Haben wir so eine Abteilung? Zweitens, weil man den Damen anmerkt, dass sie frisch vom Friseur kommen, einander mit abschätzendem Blick mustern und die Höhe der Friseurrechnung zu erraten kann. Wahnsinn! Für die Franzen hat die doch glatt 200 bezahlt. Aber das weiß man ja, dass sie das alles nur macht, weil sie sich den Juniorchef angeln will, die blöde Kuh. Drittens, weil sich die Herren in den dunklen Anzügen schrecklich ungemütlich fühlen und nicht wissen, ob man vor der Rede des Herrn Direktor schon ein Bier trinken und eine Zigarette rauchen darf. Mensch, wann kommt denn der Alte endlich? Oder muss er noch Entlassungen unterschreiben? Und viertens, weil man ganz genau weiß, dass einem der Chef zu fortgeschrittener Stunde zwischen zwei Weihnachtsliedern weinselig das Du-Wort anbieten wird
wie schon bei den vergangenen drei Weihnachtsfeiern, um am nächsten Tag wieder mit eiskalter Miene Sie zu sein. Aber genau diese großen Weihnachtsfeiern mit mindestens 100 Personen, die sind es, die ich liebe. Mitte November setze ich mich nämlich jedes Jahr ans Telefon, rufe die Betriebsräte der großen Firmen in meiner Stadt an und erkundige mich nach Ort und Termin der Firmenweihnachtsfeiern. Als Vorwand gebe ich an, ein Künstler zu sein, der auf einer singenden Säge Stille Nacht spielen kann und gerne bei der Weihnachtsfeier auftreten würde. Dieses Angebot wird zwar immer abgelehnt, aber dafür füllt sich mein Terminkalender mit Weihnachtsfeiertermin. 6 Wochen lang, bis zum 24. Dezember und manchmal sogar bis Silvester, allabendlich eine große Weihnachtsfeier mit Weihnachtsbäckereien, Wein, Cognac, Riesenbuffet, 5-gängigen Menü, alles gratis. Alles auf Firmenkosten. Weil diese Firmen so groß sind, dass, wie gesagt, keiner weiß, wer der andere ist, fällt es natürlich überhaupt nicht auf, wenn ich mich unter die Gäste mische und so tue, als gehöre ich dazu. Diese Art und Weise futtere und saufe ich mich bis zum Jahresende luxuriös durch, ohne einen einzigen Cent bezahlen zu müssen. Ausgenommen für meinen schwarzen Leihanzug, aber die Leihgebühr ist mir dieses Vergnügen wert. Bei meinen ersten Weihnachtsfeierbesuchen führte ich noch bei Tischgesprächen über firmeninterne Themen durch meine mangelnde Sachkenntnis aufzufallen. Manchmal weiß ich ja überhaupt nicht, welcher Branche ich gerade mein gratis Festessen verdanke. Aber schon nach kurzer Zeit verfüge ich über ein Satzrepertoire, das ich in jedem Gespräch einsetzen konnte. Egal, ob sich die Diskussion um Autozubehör, Pharmaprodukte, Fleischhauereigeräte, Computeranlagen, Teesorten oder Reißverschlüsse drehen. Zum Beispiel wird mein Satz: Was unser technisches Know-how betrifft, sind wir halt der Konkurrenz um Nasenlängen voraus, immer mit zustimmendem Kopf. Auch der Satz: Wir müssen das Konjunkturtief durchtauchen, kommt immer auf. Werfe ich den Satz: Die Computertechnologie wird noch viel verändern, aber auf den menschlichen Faktor kommt es an. In die Runde herrscht allgemeine Begeisterung. Ich gelte sofort als progressiver Jungmanager und werde mit Herr Doktor angesprochen. Hin und wieder gerate ich in eine Gesprächsrunde, bei der ich allerdings überhaupt kein Wort mehr verstehe. Für diesen Fall habe ich mir folgenden Rettungssatz zurechtgelegt. Sagt einmal, stimmt es, dass die Neue ein Verhältnis mit den Prokuristen hat? Dieser Satz stimmt für jede Firma. Schlagartig auf ein Thema, über das sich alle begeistert ihren Mund zerreißen und mich in Ruhe essen lassen. Manchmal, wenn ich zu viel getrunken habe, sticht mich der Hafer, ich schlage mit dem Löffel an mein Weinglas, erhebe mich bitte in Ruhe und halte eine kurze. Sehr geehrter Herr Direktor, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr erfüllt mit Arbeit und Leistung liegt hinter uns. Viele von uns sind schon sehr lange in unserem Unternehmen, manche etwas kürzer und ein paar erst seit einiger Zeit. Wir alle sind uns einig. Wir sind stolz darauf, daran mitwirken zu dürfen, dass es vorwärts geht. Auch wenn uns manchmal der Wind ins Gesicht bläst. Ich sage Ihnen hier und heute, es gibt keine Schwierigkeiten. Es gibt nur Menschen, die welche machen. Auf jeden Einzelnen kommt es an. Deshalb sind wir eine große Familie.
besonders heute bei dieser schönen Weihnachtsfeier. Deshalb erhebe ich mein Glas und trinke auf die Zukunft mit dem Bekenntnis, wir glauben alle an den Weihnachtsmann. Prost! Mit dieser Ansprache hatte ich bisher immer überwältigenden Erfolg. Nur ein einziges Mal blickten mich hinterher 150 schmale, schräge Augenpaare verständnislos an. Ich war irrtümlich in die Weihnachtsfeier eines japanischen Elektrikonzerts geraten. Worauf ich mich mit den Worten Harakiri Mitsubishi Toyota Kamikaze und schnell aus dem Restaurant. Aber normalerweise geht alles. Nach dem Essen begebe ich mich üblicherweise in die Küche, lobe den Küchenchef und ersuche etwas Braten, Torte, Weihnachtsgebäck und zwei Flaschen Burgunder einzupacken und mir für den Seniorenschiff mitzugeben. Auch dieses Jahr kann ich mir einen schönen Vorrat für die Nachweihnachtszeit verpassen. Wenn mir das in allen Restaurants gleiche Weihnachtsessen Forellinas Bieg, Zürcher Schnetzel, des Zinters, Parfait, Sachertorte, Konfektion zum Hals heraushängt, wechsle ich die Rolle, stelle mich an die Eingangstür und begrüße die Gäste im Namen des Hauses. Die Firmenangehörigen halten mich für den Restaurantchef und das Restaurantpersonal hält mich für den Gottoberen der Firma. Während der Weihnachtsfeier treibe ich mich dann immer in der Küche herum, bitte den Koch auf das plötzlich aufgetretene Magenleiden des Firmenchefs Rücksicht zu nehmen, lasse mir diesbezügliche Extra-Menü-Vorschläge machen, koste dies, koste das, verzehre Truthahnbeinchen, Krabbenschwänzchen und halbe Steaks, lobe die Küche und das Entgegenkommen in höchsten Tönen und verspreche, sämtliche Tagungen und Firmenessen künftig hier abzuhalten. Bevor sich der Firmenchef beschweren kommt, warum er als Einziger wie ein Magenkranker eine dünne Hühnersuppe und eine kleine Portion Milchreis serviert bekommen habe, verschwinde ich still und heimlich nicht, ohne zuvor mit der hübschen Serviererin ein Rendezvous feiern. Jetzt wissen Sie, warum die Vorweihnachtszeit für mich die schönste Zeit ist. Naja, und nach den Weihnachtsfeiern kommen die Silvesterfeiern, die Haus- und Hotelbälle, danach Osterfirmenessen, Gastronomiebetriebe. Lassen Sie sich wirklich etwas kosten, dass es mir gut geht. Ich habe nur eine Bitte. Verraten Sie den Trick nicht meinen Kollegen, die mit mir unter der Brücke schlafen. Künstlerisch ambitioniertes, großes Kamel fühlt sich nun angesprochen, geht aus sich heraus und brüllt mit Inbrunst, die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Der folgende Text entstand noch mit freundlicher Unterstützung von Baumax. Manfred Koch, Selfman und der Weihnachtsbaum. In Zeiten wie diesen ist Sparen angesagt, also begann ich rechtzeitig vor dem Heiligen Abend damit, einen Christbaum zu basteln. Vorausblickend, wie ich nun einmal bin, hatte ich den entnadelten Christbaum vom vergangenen Jahr in der Tiefkühltruhe aufgehoben. Auch sämtliche Tannennadeln hatte ich sorgsam in zwei Plastiktüten gesammelt und ins Tiefkühlfach gelegt. Nachdem ich Baum und Tannennadeln unter der Dusche bei exakt 43,5 Grad Celsius aufgetaut hatte, begann der schwierige Teil meiner Arbeit. Ich musste 17.238 Nadeln so in die Zweige einsetzen, dass sie in einem Winkel von genau 37 Grad von den Zweigen abstanden. Dazu verwendete ich
einen Winkelbolz-Lochschneider, integrierte Thermoklebeautomatik, die er mir die Arbeit reich machte. Ich begann logischerweise am Stammansatz unten und arbeitete mich zügig nach außen und oben vor, wobei ich mit einer Fadenwinkelkonsole und einem praktischen vollelektronischen Tannennadelsextanten regelmäßig die Ausrichtung der Nadel unterfüllte. Schon nach nur 3,5 Monaten hatte ich alle Tannennadeln in den Schlauch eingesetzt und konnte nun beginnen, den Nadeln wieder ihr natürliches Grün zu geben. Zu diesem Zweck ging ich mit einigen Dosen grüner Dispersionsfarbe in den Wald, um mir dort anhand frischer Tannennadeln die zwei richtigen Grüntöne zusammenzumischen. Ein dunkles Original-Tannengrün für die Tannennadeloberseite, ein etwas helleres Tannengrün für die Unterseite der Tannennadeln, denn schließlich sollte mein Tannenbaum ja so natürlich und echt wie frisch geschlagen aussehen. Weil es in der Zwischenzeit schon September geworden war und außerdem meine Schwiegermutter für Ende November ihren Besuch angekündigt hatte, verzichtete ich auf die klassische Methode, jede Nadel mit einem Marderhaarpinsel Größe 2 einzeln einzustreichen, sondern griff nach einem Trick. Ich schnitt eine Rolle Kreppklebeband auf der Wurstmaschine in dünne Scheiben und klebte dann jede Tannennadel zunächst auf der Oberseite sorgfältig ab. Dann sprühte ich das helle Grün auf die Nadelunterseite. Nach einer Trocknungszeit von 3 Stunden löste ich die Kreppstreifen ab, klebte neue auf die Nadelunterseiten und besprühte nun die Oberseiten mit dem frühen Grün. Die restliche Farbe hob ich für den Adventkranz auf. Nachdem meine Schwiegermutter wieder abgereist war, überprüfte ich die Christbaumkerzen und stellte mit Freude fest, dass sie noch lang genug waren, um auch ein drittes Mal angezündet zu werden. Also brauchte ich nur mehr die Schokolade-Ostereier, die ich vor 4 Jahren in unserer Garage versteckt hatte, in Weihnachtsfolie zu wickeln und auf den Christbaum zu hängen. Meine Frau liebt Schokolade. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Tischler und frisch gebackene Papa Josef singt nun seiner Frau ein Liebeslied. Ganz beschwingt? Ich glaube schon, sein Herz ist weich und außerdem ist er sehr reich, wenn es die ganze Welt nach Plan so mühelos beschenken kann. Doch später dann, zur heiligen Nacht, sieht man, wie Maxi Augen macht. Nur ein paar Ski liegt unterm Baum und drauf ein Brief, man glaubt es kaum. Drin steht: Mein Schatz, ich dank dir recht, die Wünsche waren gar nicht schlecht, denn deine Liste, die hat leicht für 7 Kinder ausgereicht. Das
Neugeborene spricht, ich wünsche mir jetzt auch etwas. Ich wünsche mir ein Lied. Alle wissen, wie von selbst, welches Lied gemeint ist. Es ist... Hühner herumlaufen, muss man sich nicht unbedingt auch noch ganz verrückt machen lassen. In der folgenden Szene haben es Evelyn und Karin grundsätzlich ganz richtig gemacht. Sie haben einander zufällig auf der Straße getroffen, sind ganz spontan auf einen Café gegangen und jetzt ergibt sich ein ganz interessanter Gesprächsverlauf. Eine Viertelstunde hatten sie im Kaffeehaus angeregt geplaudert und nun war plötzlich eine kurze Pause entstanden. Der letzte Satz, den Karin gesprochen hatte, lag noch in der Luft. In meinem Müsli waren die Motten. Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Was war wo? Die Motten im original verpackten Müsli. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie wir drauf kommen sind. Ich glaube, wenn wir gerade über gesunde Ernährung gesprochen haben. Stimmt. Du hast erzählt, dass du jetzt in ein Fitnessstudio gehst. Ja, aber warum habe ich das gesagt? Ah, ich weiß schon, weil ich dort jemanden kennengelernt habe, der in seiner Freizeit so gern kocht. Komisch. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Naja, du hast erzählt, dass dein Mann überhaupt keine Hobbys hat, weil er immer so spät von der Firma kommt. Richtig, weil du gesagt hast, dass wir doch einmal ins Kino gehen könnten. Aber wieso haben wir vom Kino geredet? Weil ich erzählt habe, dass ich gerade so einen guten Film spiele, wo sich zwei Freundinnen treffen und was miteinander unternehmen wollen. Das ist aber wirklich witzig, wenn man das so zurückverfolgt, wie ein Wort das andere ergibt. Geh, auf den Film sind wir gekommen, weil ich dir vom Kaffee eingeladen habe. Richtig. Aber du hast zuerst gemeint, du hättest keine Zeit für einen Kaffee, weil bei dir zu Hause ein Weihnachtsstritzel im Rohr steht. Oh Gott, das Willen, auf den habe ich völlig vergessen, jetzt muss ich aber rennen. Lauf der Zeit, der ist eh schon schwor. Jetzt müssen wir überlegen, wieso wir uns überhaupt getroffen haben. Die durch Klimaerwärmung schon etwas ausgetrockneten Palmen singen für ihre ausländischen, nordischen Artgenossen O Tannenbaum. Gemeint ist der Christbaumverkäufer. Guten Abend, der Herr. Sie wünschen ein Christbaum. Ich hoffe nichts anderes wie Christbaum. Was hätten Sie denn für einen vorgestellt? Ein Baum fürs Wohnzimmer. Und wie schaut es aus in einem Wohnzimmer, wenn ich fragen darf? Es ist so ungefähr. Haben Sie vielleicht keinen Baum fürs Wohnzimmer? Natürlich! Sie können praktisch jeden Christbaum fürs Wohnzimmer. Jeden nicht! Ja, da drüben ist man zum Beispiel zu groß, wenn ich ihn aufs Klavier stellen will. Müssen Sie ihn denn unbedingt aufs Klavier stellen? Soll ich mir wohin sonst hin tun soll? Nein, das weißt du nicht. Schauen Sie hier. Da ist das Klavier. Da steht die Vitrine mit dem Bleikristallservice und da ist der Fernseher. Na, und wo ist er voriges Jahr gestanden? Der Fernseher? Na, er auf dem Klavier. Er steht schon seit 25 Jahren auf dem Klavier. Na, da muss er ja jetzt schon ziemlich groß sein. Das ist kein Witz. Ich bin aber beraten. Was haben Sie überhaupt für ein Baum?
dänische Tannen und polnische Blaufichten. Und welche heute in Norden am längsten? Der südafrikanische Wacholder. Pflanzen kennen uns da drüben die dänischen Blaufichten. Die sind aus Polen. Ich sag Ihnen was. Ein ausländischer Grießbaum kommt für mich ja überhaupt nicht in Frage. Da soll die stille Nacht vielleicht auf Polnisch singen. Dem Baum ist das wurscht. Sag Sie, haben Sie nicht diese neuen Plastikbaum? Das ist eh, was man zusammenlegen kann mit den integrierten Kerzen. Die haben angeblich sogar Lautsprecher einbaut und spülen die Weihnachtslieder ganz viel selber. Den gibt's aber mit Duschen. Danke, doch wieder schauen. Wo rennen Sie denn hin? Na, wenn der draufkommt, dass die fernöstlichen BVC-Fichten die stille Nacht auf Koreanisch singen, dann muss schon wieder kommen. Stille Nacht auf Koreanisch. Jesus sagt, warum denn eigentlich nicht? Peter Meissner. Auch wenn es manche nicht so haben wollen, Weihnachten ist natürlich ein ganz wichtiger Wirtschaftsimpuls. Da lassen sich die Geschäftsleute auch gerne was einfallen, etwa Gratis-Adventkränze. Im Möbelhaus-Prospekt war diesmal ein wirklich nettes Angebot zu finden. Wir wollen gerne mit dir feiern. Hol dir deinen Gratis-Adventkranz, solange der Vorrat reicht. Schon vor der Geschäftsöffnung stand eine lange Menschenschlange vor der Tür und Herr Wondrak sagte zu einer ebenfalls wartenden Frau: Wenn man so einen Adventkranz im Blumengeschäft kauft, kostet der locker 30 bis 40 Euro. Da lasse ich ihn mir doch lieber schenken. In diesem Augenblick wurde der Eingang aufgemacht und die Menschenmasse drängte ins Geschäft hinein. Genieße mit uns die friedlichste Zeit des Jahres. Wir machen dir schon heute unser Adventsgeschenk, sagte eine zuckersüße Stimme aus dem Lautsprecher. Unter Pressen und Schieben, Puffen und Knuffen arbeitete sich Herr Wondrak meterweise vorwärts. Nach kaum einer Stunde stand er endlich am Ziel, vor einem leicht abgekämpften Verkäufer. Wo sind denn jetzt die Gratis-Adventskränze? Fragte er ihn. Die sind leider schon aus. Aber das waren sowieso nur ganz kleine Kränze, mit denen Sie keine Freude gehabt hätten. Nehmen Sie doch hier unseren Adventkranz Kransö mit Nadelgarantie um nur 9,90 Euro. Damit sind Sie viel besser bedient. Na gut, das ist ja immer noch recht günstig, sagte Herr Wondrak. Aber der Kranz hat ja gar keine Kerzen. Deshalb haben wir hier speziell für Sie das Kerzenset Wachserin um 12,90 Euro. Und gibt's dazu auch irgendwelche Schmuckbänder? Die passenden Schmuckbänder, bandlich, kommen auf 5,90 Euro. Aber ob diese Bänder auch auf meinen Adventskranzständer passen? Der speziell zu den Schmuckbändern passende Ständer Modell Standorp kostet heute ausnahmsweise nur 15,90 Euro. Aber ich hoffe, Sie haben einen guten Aufstellungsplatz, an dem der Adventkranz keinen Schaden anrichten kann. Ich stelle ihn bei mir zu Hause auf den Wohnzimmertisch. Dann tun Sie das am besten mit der wachsabweisenden und brandhemmenden Tischdecke Tablap um 19,90 Euro. Sie werden
werden jetzt sicher gleich sagen, dass es gar nicht gut ist, wenn man den Adventkranz auf den Wohnzimmertisch stellt. Richtig. Auf unserem höhenverstellbaren Adventkranz-Aufstellungstisch Stelfors um 79,90 Euro kommt der Kranz erst so richtig zur Geltung. Und wenn ich möchte, dass dieser Tisch zur übrigen Einrichtung passt, dann sind wir dort, wo wir eigentlich hinwollen, ja, sagte der Verkäufer. Bei unserem Komplettwohnzimmer Kummer. Inklusive Schrank, Sitzecke und Stühle um 1599,90 Euro. Da ist der Adventkranz übrigens schon inklusive. Wissen Sie was, sagte Herr Wondrak. Ich kaufe das ganze Geschäft um irgendwas und 90 Cent. Das kommt mir wahrscheinlich billiger, als wenn ich nur diesen Gunnar nehme. Stimmt, so günstig wie heute wird es nie wieder sein. Einer der arbeitslosen muslimischen arabischen Hirten verkauft derzeit am Christbaummarkt Bio-Tannen, also nicht gezüchtete, naturbelassene, frei und wild gewachsene Tannen. Er hat sich eine Santa Claus-Mütze aufgesetzt und sagt in einem Wort: Merry Christmas, Merry Christmas. Innerlich jedoch singt er: Mustafa verkauft jetzt Palmen im Bazar. Empfindens, der schiefe Baum. Der Baum ist schief. Red doch nicht. Der steht so gerade wie immer. Wie immer, du sagst es. Wenn du den aufstößt, ist er nämlich immer schief. Also wenn ich von da schaue, ist er hundertprozentig gerade. Dann schau einmal von der Seite. Niemand wird jemals da von der Seite schauen. Bin ich vielleicht niemand? Ja, du stehst ja auch nur da, damit du mir wieder beweisen kannst, dass ich keinen Baum aufstellen kann. Ich hab nicht gesagt, dass du ihn nicht aufstellen kannst. Der steht ja nur leider nicht gerade. Das ist ja wurscht. Im Wald ist er wahrscheinlich auch nicht ganz gerade gestanden. Im Wald kann der Baum machen, was er will. Das ist die freie Natur. Aber bei uns im Wohnzimmer muss er gefälligst ordentlich stehen. Du stehst unter ordentlich. Ordentlich ist gerade. Was machst du jetzt mit meinem Diätratgeber? Ich lege da unter das Christbaumkreuz. Das ist genau der Zentimeter, den wir brauchen. Dann nimm doch deinen Modellbaukatalog. Den möchte ich noch lesen. Ja, aber meine Bücher ist drunter. Nur damit du deinen neurotischen Tick ausleben kannst. Das ist kein neurotischer Tick, sondern das Gesetz der Statik. Wenn den Baum jetzt zum Beispiel noch ungleichmäßig schmücken, dann fällt er um. Der ist noch nie umgefallen. Aber nur weil ich den Baum immer nachträglich austariert habe. Wer Frau das einfach nicht so kann. Was redst du da für einen Blödsinn? Ein Mann hat einfach das bessere technische Verständnis. Und deswegen macht den Baum in Zukunft ich. Und sonst hast du doch nie Zeit dafür. Die Zeit muss ich mal halt nehmen, weil ein schiefer Christbaum einfach nichts ist. Die Ehefrau klatschte in Gedanken in die Hände. Endlich hatte sie ihren Mann so weit, dass der Baum schief stand. Hatte sie doch selber gesehen. Laura de Weck, die Wohltat. In einer Bar eine junge Frau und eine ältere Frau. Entschuldigen Sie, was? Darf ich Sie kurz stören?
Nein. Na gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und frohe Festtage. Warte, was willst du denn? Ich organisiere Wohltätigkeitsanlässe und ich dachte, falls Sie Lust hätten, Sie könnten morgen an einem dieser Anlässe teilnehmen. Was denn für ein Anlass? Weihnachten. Weihnachten für anonyme Einsame. Bist du eine Verrückte oder was? Na, ich dachte nur, vielleicht hätten Sie ja... Nur weil ich hier allein ein Bier trinke, heißt das doch nicht, dass ich einsam bin oder sowas. Hast du noch nie allein ein Bier getrunken? Doch. Viele. Eben. Ich habe viele Freunde und Freundinnen und Familie und Freunde und so. Habe ich bestimmt 300. Na gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und frohe Festtage. Und überhaupt, wer sagt denn, dass ich Weihnachten feiern will? Vielleicht will ich diesen Scheiß gar nicht feiern. Und vielleicht will ich gar nicht fröhlich sein und Lieder singen und Eier suchen. Na gut, dann... Und außerdem bin ich gar nicht gläubig. Ich glaube weder an Gott noch an den Weihnachtsmann. Also. Also? Also, wieso sollte ich dann Weihnachten feiern? Also gut. Ich will ja nur alleinstehenden Menschen helfen. Das ist mein Beruf. Dann hilf jemand anderem in deinem Beruf. Na gut. Kennen Sie vielleicht jemanden, der zu Weihnachten alleine ist? Alle, die ich kenne, kennen mich. Also können die auch mit mir feiern. Natürlich, selbstverständlich. Aber Sie wollen ja nicht feiern. Bist du blöd. Wenn einer feiern will, feiere ich mit. Ich bin doch nicht böse oder sowas. Selbstverständlich, natürlich. Die meisten finden diesen Quatsch ja total wichtig. Ist ja auch das Fest der Liebe. Oh ja. Würden Sie denn sagen, Sie kennen mich? Dich? Weiß nicht. Also wenn du jetzt gehen würdest und dann wiederkommen, würde ich dich schon erkennen. Also kennen Sie mich? Ich weiß doch nicht mal, wie du heißt. Ich würde dann halt sagen, die alte Verrückte kommt. Wem würden Sie das sagen? Kann ich doch erzählen, wem ich will. Kann ich doch auch der Welt erzählen. Geht dich überhaupt nichts an. Na gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und... Jetzt hör doch auf. Wer kommt denn morgen? Ich. Und? Und letztes Jahr waren viele da. Echt? Ja, Frauen und Männer und junge Männer. Echt? Ja, und Geschenke gab es. Was für welche? Geschenke eben, Überraschungen und so weiter. Echt? Ja, und Essen und Wein. Echt? Ja, letztes Jahr, da lief das so wunderbar, da haben sich alle kennengelernt und gelacht und die meisten haben sich befreundet. Und einige haben sich sogar verliebt. Und deshalb kommen dieses Jahr nicht mehr so viele, weil sie ja nun nicht mehr einsam sind. Klar. Aber es kommen einige. Viele sind froh, dass es einen Ort gibt, wo sie hingehen können und Gesellschaft haben, wo sie sich ein bisschen geliebt fühlen. Für viele ist Weihnachten sehr wichtig. Sie können es sich ja noch einmal überlegen. Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht komme ich ja. Hier ist die Einladung. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und frohe Festtage. Ja, schon gut. Ich hab's kapiert. Frau geht ab. Kennst du mich? Ich bin doch nicht blöd. Ich wollte nur sagen, bis jetzt, also morgen zu Weihnachten, da falls du... Warum duzt du mich plötzlich? Habe ich das? Ja. Also falls du kommst morgen, also du wärst die Einzige. Wie gesagt, letztes Jahr lief das doch so gut und deshalb... Nur, dass du das weißt und nicht enttäuscht bist. Ach. Ja. Na dann, lassen wir es lieber. Dann musst du nicht arbeiten. Ja.
dann lassen wir es lieber. Ja, dann wünsche ich dir frohe Festtage. Und, ach, was? Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn du kommen würdest. Denn ich wäre sonst ganz alleine. Ganz alleine in deinem Beruf? Das ist nicht wirklich mein Beruf. Und da lügen sie mich die ganze Zeit an? Ich... Lügen mir ins Gesicht, damit sie ihre scheiß Weihnachten nicht alleine feiern müssen? Ich... Hauen sie doch ab! Hauen sie ab! Es ist nur so schwer zu Weihnachten. Da gibt es tausend Einrichtungen, weil die Leute plötzlich so barmherzig sind. Und keiner bleibt für mich übrig. Ich kann sehr gut allein sein, aber doch nicht zu Weihnachten. Es ist doch das Fest der... Und jetzt, da du mich kennst, ich such doch schon seit Tagen. Du kannst doch jetzt nicht so böse... Alles Arschlöcher, die Menschen! Warum siehst du mich eigentlich plötzlich? Hab ich das? Na gut, dann wünsche ich dir... Hau endlich ab! Frau geht ab! Hey, gibst du mir noch ein Bier? Der Barkeeper kommt. Hier. Danke. Und was machst du morgen? Ich? Was machst denn du? Ich gehe zu meinem Vater. Ah ja. Ja. Immer das Gleiche. Zuerst gibt's Geschenke und dann gibt's Krach. Ist kein einfacher Vater. Aber was soll's? Der freut sich ja, wenn ich komme. Ich sehe den eh meistens nur zu Weihnachten. Und irgendwie habe ich ihn ja auch gern. Ja. Und du? Ich? Ja. Ich gehe zu meiner Großmutter. Ah ja? Ja. Ich dachte, du hast gar keine Familie. Doch, eine Großmutter habe ich schon. Die organisiert zu Weihnachten immer ein kleines Fest für einsame Menschen. So eine Wohltätigkeit. Da kommen viele verschiedene Leute und es wird viel gelacht und es gibt Wein und Geschenke und so. Letztes Jahr, da lief es richtig gut. Wow. Naja, sie ist aber keine einfache Frau, meine Großmutter. Manchmal lügt sie mich einfach an. Aber die freut sich ja, wenn ich komme und ihr ein bisschen unter die Arme greife. Irgendwie habe ich sie auch gern. Außerdem finde ich schön, den einsamen Leuten zu helfen. Kein Mensch will zu Weihnachten allein sein. Ist ja das Fest der Liebe. Da muss man ja auch großzügig sein. Klar. Ist das Fest der Liebe. Ja. Na, dann wünsche ich dir alles Gute. Und frohe Festtage. Entspannen Sie die erste Zeit, ja?